Okay, also herzlich willkommen zu einem Video. Diesmal geht es darum, wie man produktiver sein kann. Also es gab schon mal ein Video dazu im Herbst und das ist quasi der zweite Teil. Also teilweise überschneiden sich die Themen, aber an sich ist auf jeden Fall nochmal ganz anders aufgebaut mit einem anderen Fokus, gerade was die Schritte angeht und Social Media. Und ich würde dann direkt mit dem ersten Teil anfangen und zwar sind das kleine Schritte, also immer Step by Step vorgehen. Und zwar, egal was ich mache oder egal was ich mir vornehme, ich fange eigentlich immer klein an, weil wenn ich mir irgendwas Großes vornehme, dann mache ich das nicht und dann schiebe ich das immer ewig auf. Und deswegen habe ich mir das eben so angewöhnt, immer mit kleinen Schritten voranzugehen, um mich halt langsam zu steigern. Also wenn es zum Beispiel darum geht, das Zimmer aufzuräumen, die Frage habe ich schon richtig oft bekommen, dann fangt mit einer Sache an, zum Beispiel Klamotten, und widmet euch erstmal nur dieser einen Sache und so kann man sich halt langsam steigern. Genauso, wenn es darum geht, wann man ins Bett geht. Also wenn ihr halt vorher um 3 ins Bett geht und vorhabt aber um 10 schlafen zu gehen, dann würde ich mich auch da einfach innerhalb von ein, zwei Wochen langsam steigern und halt jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde reduzieren. Und so nähert man sich dem halt langsam und dann ist es halt irgendwie nicht so schwierig von der Überwindung her. Tipp Nummer 2 ist dann eben neues Wissen und Abwechslung. Also gerade wenn ich total unmotiviert bin, hilft es mir halt neue Sachen zu lernen, aber auch Dinge, für die ich mich halt auch wirklich interessiere. Und dann bin ich halt automatisch viel motivierter dafür. Hier kann ich euch auf jeden Fall Nextory empfehlen. Das ist eben eine App, wo man unbegrenzt Hörbücher und E-Books nutzen kann. Ich finde sowas immer super cool zum Ausprobieren und ich finde auch, da ist für jeden was dabei. Also es gibt aktuelle Bestseller und Neuerscheinungen. Ansonsten geht es auch in alle Richtungen, also von Ratgebern bis über zu Kindern, Jugendbücher, also worauf man da eben so Lust drauf hat. Also ihr könnt die App einfach von unterwegs aus nutzen und so funktioniert das Ganze. Also erstmal richtet ihr euch ein Konto ein, anschließend könnt ihr euch eben die App herunterladen, dann nochmal anpassen und dann einfach die E-Books und Bücher lesen und hören. Ansonsten kann man auch direkt nochmal nachschauen, was es überhaupt für Hörbücher gibt und welche Kategorien und so weiter. Also für mich sind zum Beispiel Krimis und Horror absolut gar nichts. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch eher so interessiert bei Büchern und Hörbüchern. Ich bin einfach mal auf Romane und Erzählungen gegangen und da kann man einfach mal ein bisschen durchscrollen und stöbern, gucken, was einem gefällt. Es gibt auf jeden Fall eine Riesenauswahl. Anschließend bin ich nochmal bei E-Books draufgegangen. Hier kann man auch nochmal nachschauen, was einem so gefällt. Zum Beispiel bei Biografien und Reportagen. Ich finde, wenn man jetzt Lesen zum Beispiel gar nicht so sehr mag, dann lohnt es sich auf jeden Fall vielleicht mal mit den Hörbüchern anzufangen. Und bei mir persönlich ist auch immer so, wenn ich irgendwie Podcasts oder Hörbücher höre, dann mache ich nebenbei auch immer nochmal irgendwas. Das heißt, das ist auch eine gute Möglichkeit, um dann Sachen zu erledigen, die irgendwie noch anstehen. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut sehr, sehr gerne bei dem Link in der Bio vorbei. Da habt ihr nochmal die Möglichkeit, das Ganze 60 Tage kostenlos zu testen. Tipp Nummer 3 ist dann eben Social Media Detox. Also für mich persönlich macht das echt einen Riesenunterschied, ob ich halt viel Zeit auf Social Media verbringe oder nicht. Und wenn man da mal eine Pause einlegt, dann merkt man halt auch, wie viel Zeit man eigentlich für die Dinge hat. Es frisst halt einfach unglaublich viel Zeit und man merkt das meistens halt nicht mal. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, langsam abzubauen, also Apps zu löschen oder mich zu steigern. Also von einer Stunde am Tag dann auf 30 Minuten zum Beispiel. Und irgendwann hatte ich dann einfach gar keine Lust mehr darauf. Ich habe da auch eine Social Media Pause im Januar gemacht. Also ich glaube, das war ungefähr eine Woche, in der ich vielleicht maximal 5 bis 10 Minuten am Tag drauf war. Und das war auch gar nicht so beabsichtigt. Es war halt einfach, ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und das kam halt daher, dass ich mir immer vorher, bevor ich auf die Apps gegangen bin, Gedanken gemacht habe, wieso gehe ich da überhaupt drauf und was erwartet mich da? Und dann habe ich immer gedacht, okay, halt Videos von fremden Menschen, die sind vielleicht lustig, vielleicht inspirierend, aber es ist halt immer das Gleiche. Und dann irgendwann hatte ich einfach nicht mehr so Bock drauf und wollte halt einfach andere Sachen machen, weil mir das so ziemlich langweilig erschien. Tipp Nummer 4 ist dann immer so, sich das Ganze zu visualisieren, also irgendwie so Motivation zu schaffen. Da kann ich auf jeden Fall Pinterest-Boards empfehlen. Also ich habe für alles gefühlt ein Board und speichere dann immer die Bilder. Hier ist zum Beispiel so eine Art Moodboard und ich finde, indem man sich da nochmal so ein bisschen hinsetzt und sich das Ganze so vorstellt, auch was zum Beispiel Zimmer angeht, aufräumen und so weiter, ein sauberes Zimmer, dann sich so ein bisschen motivieren. Auf Canva kann man dann auch mal das Ganze so als Collage irgendwie erstellen. Das macht mir auch immer total viel Spaß. Ich habe das jetzt auch für 2022 gemacht, so herum, als Vision Board. Und ja, da habe ich einfach mal so Bilder genommen, die mich irgendwie angesprochen haben oder die ich cool fand. Und kann man sich das einfach mal zusammenstellen. Entweder kann man das Ganze eben für den Laptop erstellen, das habe ich in dem Fall gemacht. Oder man kann es auch fürs Handy machen, so als Homebildschirm zum Beispiel. Und da hat man es dann auch immer so vor Augen. Und ich finde es immer ganz cool als kleiner Reminder für so kleine Ziele, die man irgendwie hat. Side. I don't wanna waste what's left.
Tipp Nummer 5 sind dann eben kleinere und größere Ziele, also sich da einfach mal Gedanken zu machen, was möchte ich jetzt irgendwie kurzfristig machen und was halt langfristig. Und das hat auch immer so die Frage, wieso will ich das überhaupt machen und lohnt es sich? Ich habe das, glaube ich, auch schon so oft erklärt bei Schulnoten und so weiter. Wenn ich jetzt einfach sehr, sehr schwer fällt, dann ist halt die Frage, lohnt es sich wirklich dafür zu lernen? Könnt ihr das nicht vielleicht auch in 1, 2 Jahren abwählen und spart euch das Ganze und macht halt lieber für die anderen Fächer was? Also da immer nochmal drüber nachdenken. Bei kleineren Zielen hilft es mir auch immer nochmal, das Ganze aufzuschreiben. Also hier ist zum Beispiel der Weekly Planner aus meinem Etsy-Shop, der ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und da habe ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben, was in der Woche ansteht. Dann kann man anschließend nochmal unten seine Ziele notieren und die ganzen To-Dos. Und mir hilft es halt einfach, den Überblick zu behalten und wenn ich das Ganze dann abhaken kann und das einfach nicht mehr aufschiebe oder vergesse. Tipp Nummer 6 sind dann auf jeden Fall genügend Pausen und damit hatte ich ja auf jeden Fall so meine Probleme während der Schulzeit und auch jetzt ist manchmal immer noch so, dass ich entweder halt 0 mache oder 100 und dann halt aber auch immer zu viel und dann irgendwann geht es ja nicht anders und man braucht halt Pausen, deswegen darauf unbedingt achten. Es bringt halt auch nichts, wenn man irgendwelche wichtigen Aufgaben hat, wo man sich irgendwie konzentrieren muss und dann macht man die auch nur so halbherzig, weil man einfach keine Energie mehr hat, deswegen macht es einfach und dann könnt ihr euch auch wieder besser fokussieren nach einer Pause. Und bitte fühlt euch auch auf gar keinen Fall schlecht, wenn ihr irgendwelche Pausen macht. Also ich glaube, so der einen Hälfte der Leute geht es so, dass sie sich drüber freuen oder auch gerne und viele Pausen machen und man sich so eher motivieren muss dazu, irgendwas zu erledigen. Und bei der anderen Hälfte ist es, glaube ich, so, dass man eher vielleicht zu viel macht und zu ehrgeizig ist. Und wenn ihr zu dem zweiten Teil gehört, dann bitte fühlt euch da nicht schlecht. Oder auch wenn ihr generell Pausen macht, fühlt euch deswegen nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht jeden Tag motiviert oder produktiv sein. Das geht auch gar nicht. Also nehmt euch die Pausen, die ihr braucht und genießt es dann einfach. Mir hilft es dann auch immer bei Pausen nochmal rauszugehen an die frische Luft. Also wir haben eine Terrasse, was halt mega cool ist und dann setze ich mich da auch sehr, sehr gerne hin mit Kaffee oder Tee zum Beispiel. Manchmal nehme ich dann auch meinen Laptop mit und mache da dann ein paar Sachen, aber auch nur, wenn es jetzt nicht zu kalt ist. Ansonsten kann man natürlich auch einfach draußen ein bisschen Zeit verbringen, nochmal spazieren gehen. Das habe ich auch mega gerne mit Freunden immer gemacht während meiner Abi-Zeit und wenn ich da halt dann Sachen erledigt habe, dann war ich auch wirklich sehr froh, irgendwie nochmal rauszukommen. Nothing too special. Drunk to the bone when I met you. I don't give a fuck who the next dude. I don't really see no issues with it. Just one of those nights when you want my back. Dann ist auch die Frage, was macht mich überhaupt produktiv? Und ich glaube, das war jedem so ein bisschen anders, aber mir hilft es zum Beispiel immer, so eine Art Routine zu haben, mich morgens fertig zu machen und dann halt einfach schon mal so fertig gemacht in den Tag zu starten. Ich glaube, das ist auch nicht jedem wichtig. Es geht auch nicht so ums Äußere bei mir, sondern wirklich nur darum, mich halt so anders zu fühlen so ein bisschen. Und wenn ich mich da halt fertig gemacht habe, dann habe ich halt ein ganz anderes Gefühl und bin halt wirklich automatisch produktiver. Ist aber wie gesagt nicht bei jedem der Fall, sondern ich glaube, da sollte man einfach mal ein bisschen reflektieren und drüber nachdenken. Andere Sachen können dann zum Beispiel auch so Kaffee oder Tee morgens sein, auch einfach Teil so einer kleinen Routine irgendwie. Oder man macht zum Beispiel sein Bett, würde ich sowieso immer jedem empfehlen. Ich finde, das macht für mich einen Unterschied, gerade wenn ich halt auch in meinem Zimmer die meisten Sachen so erledige. Also ob das jetzt Social Media ist oder ob das irgendwelche Schulsachen waren, immer halt da. Ansonsten finde ich halt auch, die Atmosphäre kann einiges ausmachen, ob man sich da halt irgendwie wohlfühlt. Fünf Minuten rausgehen oder auch journalen kann genauso gut helfen, also einfach mal so ein bisschen reinzukommen. Und das war es eigentlich auch soweit mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Schaut auch gerne bei Nextory vorbei und denkt auf jeden Fall dran, ihr müsst nicht jeden Tag produktiv sein. Und dann bis zum nächsten Mal.